Früher habe ich Unmengen von Autoreisepaketen verkauft. Was ist bloß schiefgelaufen? Habe meinen Kran im anderen Jackett vergessen. Wir können keine Autos bedienen. So hindert man uns daran, die Stadt zu verlassen. Scheint ganz schön geschickt zu sein. Na, du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Was probierst du denn? Dir den Hals umzudrehen. Wonach sieht es denn aus, du Depp? Kannst du mir auch was knoten, Kumpel? Ja, ja, ich verknote dir alles, was du willst. Wette, du kannst keine Katze machen. Hast du eine Ahnung, Kerlchen? Ich kann alles. Ich kann Vögel, Amphibien, berühmte Persönlichkeiten. Los, sag was. Sherlock Holmes. Du versuchst mich auszutricksen, was? Tata! Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Na Himmel, was denn nun schon wieder? Okay, eine Katze. Kein Problem. Tata! Durch dein Zelt gehen? Ich möchte mir die Parade ansehen. Latsch durch irgendein anderes Zelt. Sehe ich aus wie ein Durchgang? Kannst du mir beibringen, wie man das macht? Naja, da du ein Anfänger bist, beginnen wir am besten mit einer ganz einfachen Übung. Was muss ich tun? Verpfeif dich! Wieder einer geplatzt. Diese verdammten, knöchrigen Finger. Tolles Fest, was? Ja, ja. Ziemlich viel los. Meine Sehnenscheidenentzündung macht mir zu schaffen. Aber du hast keine Sehnen mehr. Tja, du hast keine Zunge. Und das hält dich trotzdem nicht davon ab, mich vollzuquatschen, oder? Ich geh lieber. Bei diesem Gequietsche könnte ich glatt jemanden umbringen. Was? Du auch? Sieht aus wie ein Seil, aber es sind nur billige Krawatten, die aneinander geknotet wurden.
Was für ein Chaos. Ich würde Dons Büro ja gerne durchsuchen, aber ich komme zu spät zur Vergiftung. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Außer mir sind schon alle bei der Vergiftung. Don scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Das hebe ich nicht auf. Einfach seine automatische Antwort. Das muss warten. Ich stecke mitten in einem wichtigen Meeting. Um Himmels Willen, Eva! Unterschreiben Sie es halt selbst. Ich habe zu tun. Es ist Eva. Es ist Manny, der Prügelknabe meines Chefs. Hör mal, Copal ist gar nicht wirklich in seinem Büro. Süßer, ich weiß, was du vorhast. Bitte? Du willst mich nur vom Tisch weglocken, damit du wieder meine Büroklammern miteinander verketten kannst. Werd erwachsen, Herzchen. Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Mr. Calavera hat hier etwas, das er von Ihnen unterzeichnen lassen möchte. Ah, verflucht, Eva! Unterschreiben Sie es selbst, ja? Ich hab zu tun! Du musst ihn entschuldigen, Manny. Wahrscheinlich hat er heute ein besonders schweres Kreuzworträtsel. Ich bin beeindruckt, Eva. Wusste nicht, dass du solche Handlungsbefugnis hast. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Das Ding steht mir, was? Ja, es heißt ja, schwarz macht schlank. Ich fahre! Ja, ich fahre! Por favor! Da wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Ah, ich hole, ich verpasse noch die Vergiftung. Domino. Die Lebenden verursachen bei mir immer noch Gänsehaut. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren.
Schicker Bademantel. Aber wir haben noch andere Reisepakete im Angebot, wenn Sie... Sparen Sie sich das Geschütze. Ich will nur was Billiges und Ruhiges, mehr nicht. Eieiei. Weißt du, Manny, ich könnte den Wagen etwas schneller machen. Ja, ja, mach, was du willst. Oh ja, wir verpassen ihm fette Auspuffrohre, legen ihn vorne tiefer und ziehen seinen Hintern etwas hoch. Oh, wow, 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 wow. So haben Sie es schön ruhig, Mr. Martinez. Und der Schaum, der entsteht, wenn ich die beiden Chemikalien mische, puffert sie wunderbar ab. Sehen Sie. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich doch ein anderes Paket. Sorry, Bruno, doch für etwas Besseres sind Sie nicht qualifiziert. Aber hier, ich schenke Ihnen diesen Becher. Nein, Moment. Haben Sie nicht was mit etwas mehr Beinfreiheit? Ich würde ja gerne helfen, Bruno, aber mein Boss ist unerbittlich. Das muss man auch sein, wenn man so faule Säcke als Angestellte hat. Manny, Sie könnten doch nicht mal einem Eskimo eine Pelzmütze verkaufen. Ich habe hier was verkauft. Ich rede von Luxuspaketen, Calavera. So wie die Domino verkauft. Wie soll ich denn anständige Umsätze machen, wenn Sie mir immer solche Luschen geben? Hey! Ach, jetzt sind's die Kunden, ja? Mir reicht's jetzt, Manny. Wenn ich im nächsten Verkaufsbericht bei Ihnen nichts Anständiges sehe, dann sind Sie raus, ist das klar? Auf der Straße, ohne Job. Nur Sie, der Anzug, Ihr breites Grinsen und verdammt viel Zeit. Wer ist hier eine Lusche? Also, ich sollte... Ich habe es satt, auf gute Aufträge zu warten. Ist ja nicht so, dass die hier zum Fenster reingeflogen kommen. Es wird Zeit, die Initiative zu ergreifen.